Kapitel 4 – Das Krokodil. In der Stadt, wo der Doktor lebte, gab es einen Zirkus und in diesem Zirkus ein großes Krokodil, das für Geld gezeigt wurde. Das Krokodil hat Zahnschmerzen und kam deshalb zum Eibolit. Der Doktor gab ihm die Wundermedizin und weg waren die Schmerzen. »Wie schön Sie es haben«, sagte das Krokodil, während es sich nach allen Seiten umblickte und sich das Maul leckte. »So viele Häschen, Vögelchen und Mäuse und alle so fett und lecker. Erlauben Sie mir doch, dass ich für immer hier bleibe. Ich will nicht mehr zum Zirkusbesitzer zurück. Er füttert mich schlecht, schlägt mich und ist grob zu mir.« »Dann bleib da«, sagt der Doktor. »Aber eines sage ich dir im Voraus. Wenn du auch nur ein Häschen oder einen Spatzen auffrisst, jage ich dich sofort davon.« »Schon gut«, seufzte das Krokodil. »Ich verspreche Ihnen, Doktor, dass ich weder Häschen, noch Eichhörnchen, noch Vögel auffressen werde.« So blieb das Krokodil beim Doktor wohnen. Es war still und brav, rührte niemanden an, lag unterm Bett und dachte die ganze Zeit an seine Brüder und Schwestern, die fern im heißen Afrika lebten. Der Doktor hatte das Krokodil liebgewonnen und plauderte oftmals mit ihm. Die böse Barbara aber konnte das Krokodil nicht ausstehen und verlangte grimmig, dass der Doktor es davonjagte. »Garstig, ich kann es nicht sehen«, schrie sie. »Es ist so garstig und hat scheußliche Zähne. Und was es anrührt, macht es kaputt. Gestern hat es meinen grünen Rock aufgefressen, der auf dem Fensterbrett lag.« »Das hat es ganz richtig gemacht«, sagt der Doktor. »Kleider gehören in den Schrank und nicht aufs Fensterbrett. Wegen dieses abscheulichen Krokodils haben die Leute Angst, zu dir zu kommen«, schimpfte Barbara weiter. »Es kommen nur noch Hungerleider und von denen nimmst du kein Geld. Wir sind so arm geworden, dass wir uns nicht mal mehr Brot kaufen können.« »Ich brauche kein Geld«, antwortet Eibolit. »Mir geht es auch ohne Geld ausgezeichnet. Meine Tiere werden dich und mich füttern.«